Einen wunderbaren guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und damit wieder herzlich willkommen am Mittwoch zu den Handelsideen für den heutigen Tag. Ganz wichtig für alle diejenigen, die das noch nicht auf dem Schirm hatten, heute ist Feiertag in den USA, das heißt, die Märkte sind dort geschlossen. Handel am Nachmittag dort quasi nicht möglich. Das Geld der Händler fehlt auch. Ich denke, das werden wir in den Märkten auch mit sehen, dass hier etwas Geld fehlt. Von der Seite her das immer bitte schön mit in Beachtung halten. Der Hinweis hier von meiner Seite vorab. Elena, einen schönen guten Morgen und auch alle anderen Live-Zuschauer hier im Webinar. Wenn Sie Fragen haben, wie immer meine Einladung, scheuen Sie sich nicht rein in die Chats mit den Fragen oder mit den Symbolen für die Charts, die Sie gerne mal beleuchten haben möchten. Das Ganze hier natürlich auf Facebook im Chat oder auch im GoToWebinar im Chat. Auch dir, Ludger, einen wunderbaren guten Morgen. Schauen wir einfach mal, was der heutige Tag so bringt. Gestern war ja ziemlich ruppig bei den Indizes. Wir hatten ja am Montag die schöne Kurserholung, hohe Gaps. Da fingen so langsam die Verkäufe schon an. Wir haben gestern ja in der Morgenbesprechung gesehen, was der Nikkei schon daraus gemacht hat, wie er runtergefallen ist. Die US-Märkte sind gestern gedroppt, kann man so schön sagen, wie ein Stein entsprechend gefallen. Möglicherweise hat das auch ein bisschen mit Gewinnmitnahmen zu tun gehabt. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das spielt auch keine so große Rolle. Wichtig ist, was die Märkte entsprechend daraus machen. Wilfried, einen schönen guten Morgen. Also schauen wir mal auf die heutigen Handelsideen. Vorbereitet, wenn Sie es im Blog noch nicht gelesen haben, habe ich für Sie Gold, US-Dollar, Kanadier-Dollar und Euro-Neuseeland-Dollar. Da schauen wir gleich rein. Zuvor der Risikohinweis und die aktuellen Tagesnachrichten. Sie wissen, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr Kapital zu verlieren. Das und die weiteren Dinge bitte ich hier an dieser Stelle auch zur Kenntnis zu nehmen. Theo, einen wunderbaren guten Morgen. So, dann schauen wir mal in die Tagesnachrichten hinein. Bei den Tagesnachrichten vorab noch ein kleiner Änderungshinweis. Ich hatte ja gestern gesagt, ich würde gerne in dem edukativen Part am Freitag einmal in das Thema Verortung von Handelssignalen hineinschauen. Ich schiebe das ein bisschen. Warum? Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass trotz des US-Feiertages das Beachbook veröffentlicht wird. Das wird heute veröffentlicht. Wir haben es im Kalender drin, heute Abend um 20 Uhr. Und das sind halt wichtige Informationen, auch für die weitere Gestaltung der FED sozusagen, wie die Zinsen anpassen werden, beziehungsweise können wir daraus sehr schön lesen, wie die aktuelle Lage der US-Wirtschaft ist. Und aus diesem Grund, Brennsituation sozusagen, möchte ich am Freitag gerne mit Ihnen zusammen das Beachbook durchschauen und schauen, was hier an Neuigkeiten genannt wird, um eventuelle Einflüsse auf die US-Wirtschaft herauszufinden. Das machen wir hier, so wie es auch die Fed entsprechend macht. Was gibt es heute an wichtigen Tagesnachrichten? Wir haben hier an dieser Stelle als höchste Relevanz 9.30 Uhr. Der EZB-Präsident Herr Draghi spricht zu uns. Gegen 10 Uhr gibt es dann den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen in Deutschland, den Gesamtindex, also all diese Dinge bekommen wir hier um 10 Uhr. Um 11 Uhr gibt es dann die Einzelhandelsumsätze für den Monat Oktober. Am Nachmittag gibt es auch trotz des Feiertages aus den USA noch einige Informationen hier, also genannt die Lohnstückkosten. Dann gibt es hier auch wieder das Thema Einkaufsmanager-Index und dann, wie schon gesagt, um 20 Uhr der Konjunkturbericht der USA, das Beachbook. Bitte auf der Uhr mit haben. Damit würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein in die Charts, wie immer hier die Plattform von Tickmill und mit dem Add-on des Stereo Traders. Da bin ich ja gestern auch drauf eingegangen, wie Sie den Stereo Trader entsprechend auch finden und die Informationen dazu auf der Website rausholen bzw. den Stereo Trader für sich nutzen können. Wichtig ist natürlich, dass Sie, wenn Sie den Stereo-Trader nutzen, hier bei uns bei Tickmill auch traden. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Scheuen Sie sich nicht davor. Machen Sie sich ruhig mal die Mühe, einen Kostenvergleich anzustellen, weil Tickmill ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Broker, der im Bereich der Trading-Kosten und Kosten im Trading sind ja für jeden ein wichtiger Fakt, eine große Rolle spielen. Schauen Sie da ruhig mal drauf. Ihre Kfz-Versicherung vergleichen ja auch viele Deutsche und da wird wegen 20 Euro im Jahr gewechselt. 20 Euro, das sind Kosten, die hier im FX-Trading nahezu lächerlich sind, wenn man mal schaut, was hier entsprechend über das Jahr an Kosten auch anfällt. Und wenn Sie da wirklich wie Tickmill einen sehr kompetitiven Broker haben, wo Sie die Preisseite sehr, sehr gut auch zu Ihrem Vorteil nutzen können, scheuen Sie sich nicht, machen Sie den Preisvergleich. Es ist wirklich die Sache wert, können Sie mir glauben. Sonst würde ich Ihnen das hier nicht sagen. So, rein in die Charts. Wir starten hier mit dem Euro-Neuseeland-Dollar. Habe ich hier im Tageschart für Sie wieder aufbereitet. Hier der Markt auch weit und tief nach unten gelaufen. Interessante Situation. Ich muss jetzt mal ein ganz kleines Stückchen kleiner machen. Warum? Wir haben jetzt hier
den Wochentrend. Ich gehe mal ganz kurz in die Woche, dass Sie das einfacher sehen können. Kleinen Augenblick, da mache ich das Ganze etwas größer wieder. Wir haben jetzt hier, ich hatte das beim letzten Blick auf den Chart schon mal eingezeichnet, das letzte Stück vom entsprechenden Trend, den wir hier auf Wochenbasis nach oben laufen hatten. Den sehen wir auch schön in seinen Korrekturen und Bewegungen, wo hier auch der Korrekturtrend und der Bewegungstrend als letztes ersichtlich gewesen ist. Der Trend der Bewegung ist ja schon längst gebrochen worden. Jetzt ist aber was Interessantes passiert. Und zwar haben wir hier mittlerweile das Tief, das aktuelle Korrekturtief der Woche unterschritten. Heißt also, dieser große Aufwärtstrend nach Bruch dieses kleinen Aufwärtstrendes hier, des Bewegungstrendes, ist nun auch der Wochentrend gebrochen worden. Das ist ein wichtiges Zeichen. Und wir stehen jetzt hier in der Unterstützung, beziehungsweise bildet sich dort ein Boden aus. Und das ist wichtig zu wissen, beziehungsweise zu sehen, was macht der Markt denn jetzt hier? Warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil wir hier in einer Bewegung stehen, die schon ein ganzes Stück weit gelaufen ist. Und wir aktuell sehen, der Markt will nicht so wirklich richtig drunter. Das heißt, wir sehen das hier in diesem Bereich um die 1,63,5 stehen wir hier und haben die letzten Tage hier, sag ich mal, nicht so richtig Druck nach unten bekommen. Aber der Markt läuft auch nicht dynamisch nach oben. Das heißt, das ist ein bisschen so eine Phase, die seitwärts läuft. Das sieht man auch in der Stunde. Da kommt keine richtige Dynamik nach unten oder nach oben auf. Früher oder später wird eine Entscheidung getroffen. Wenn sich hier an dieser Situation sozusagen ein Muster ausbildet, wo hier ein Seitwärtslauf ist, das könnte einfach nur an dieser Bewegung nach unten hin eine flache Korrektur sozusagen über die Zeit sein. Bricht das Ganze nach unten weg, dann richten wir einfach den Fokus mal auf das, was danach kommt. Ich zoome mal kurz kleiner. Wir sehen dann hier unten, da muss ich noch ein Stückchen kleiner zoomen, wir sehen hier unten in diesem Bereich, ich gehe gleich wieder in den größeren Markt rein, aber wir sehen hier ein paar Tagestiefs, interessante Tagestiefs entsprechend liegen. Und das ist dann schön, wenn wir das Ganze sehen hier auch auf der Woche. Das sind entsprechend, jetzt muss ich wieder reinzoomen, ich schuldige, dass ich hier immer wieder reinspringe. Hier schauen wir mal, da haben wir Wochentiefs in diesen Bereichen auch liegen. Das sind Marken, da könnte der Markt eventuell drehen. Das heißt, das sind Anlaufpunkte. Das heißt, wenn wir hier mit Schwäche wieder reinkommen und der Markt definitiv unten runterbricht, das heißt hier neue Tiefs schreibt, haben wir nicht allzu weit weg schon wieder Anlaufpunkte auf der Unterseite, wo der Markt dynamisch ranlaufen kann, wo er aber auch drehen kann. Aber für diejenigen, die nach unten unterwegs sind, sind das halt schöne Punkte, weil man weiß, es könnte dort unten halt jemand kommen, der uns die Position im Endeffekt schließen lässt. Das ist interessant, das ist eine schöne Geschichte zu sehen. Kommt allerdings hier eine Art Bodenbildung zustande und der Markt läuft nach dieser weiten Bewegung nach unten erstmal ein Stück weit dynamisch nach oben. Dann blicken wir wieder nach vorne. Wir haben hier ein Stückchen Tagestief, das Tageshoch zu holen. Hier das Tageshoch von gestern bei 1,64, 1,76. Danach das Tagestief, wo ich diese rote Linie auch dran gelegt habe, bei 1,64, 5, 9, 7. Und dann haben wir hier noch diesen Bereich hier in der Nähe, wo der ganze Ausbruch auch gekommen ist. Hier um diese Tiefs bei 1,65, 2, 1,65, 3 in diesem Bereich. Das wären dann mal so erste nahe Anlaufpunkte für die Oberseite. Wie das Ganze ausschaut mit dem Thema der Bodenbildung, das sehen wir momentan sehr, sehr gut im Stundenchart. Also wir können da wirklich sehr, sehr schöne Dinge auch lernen, wo wir einfach sehen, was der Markt hier entsprechend macht, wie sich so eine Bodenbildung auch abbietet. Und hier sehen wir momentan, dass wir hier nicht wirklich stark fallende Tiefs haben. Das heißt, der Markt kommt von unten immer wieder raus und wir hatten hier sogar schon einmal die Situation, dass wir hier über dieses Korrekturhoch drüber gelaufen sind. Hier unten wurde es dann hässlich, aber es ist so eine Entscheidungsphase. Und wenn wir hier definitiv oben drüber laufen, über diese Marke, die wir hier oben haben, also über diesen Hochpunkt des ersten kleinen Schubes hier oben drüber, wo ich diese Marke gehabt habe, also ungefähr 1,64,1. Wenn wir da drüber laufen, das wäre das Zeichen, dass der Markt hoch will. Und dann haben wir halt entsprechend hier so ein paar Anlaufpunkte, die wir aus dem Tageschart bzw. Stundenchart heraus sehen können. Das wäre dann die Dynamik, wie wir sie nach oben sehen. Also hier momentan eine Art Bodenbildung in Gang. Und je nachdem, wie sich das auslöst, entweder es ist die Seitwärtskorrektur als korrektives Muster für den Abwärtstrend oder es startet hier etwas Dynamik nach oben. Gute Sache, um das auf dem Blick zu haben, auf dem Schirm zu haben. Und wenn es zu einer sozusagen Bewegung nach oben kommt oder einer Bewegung nach unten, wären das dann entsprechend die Zeichen, welches Handelsszenario der Markt hier an sich gerade spielen möchte. Eine ähnliche Situation hatten wir gestern auch im US-Dollar-Kann-Dollar. Das war ein Wunschchart von gestern. Da haben wir drüber gesprochen,
da kam es zum Trendbruch. Und an diesen Trendbrüchen passiert halt häufig mal was, wenn da nicht gleich massiv Dynamik nach unten reinkommt, sondern wir hier so eine spikende Bewegung nach oben sehen, dann sind halt die Abwärtsschübe, die wir haben, auch ganz schnell mal nach oben hin aufgelöst. Das heißt, wir haben jetzt hier im Währungspaar US-Dollar, Kan-Dollar gestern erst einmal gesehen, den starken Bruch oder vorgestern gesehen, den starken Bruch nach unten. Hier wurde der Trend rausgenommen. Das hatten wir gestern früh im Morning Meeting einfach mal kurz angeleuchtet. Und dann war es halt interessant, was passiert. Und hier haben wir halt gesehen, um dieses Tief hier bei 1,31608 in diesem Bereich, da kam am Montag schon Kauflust auf. Naja, was heißt Lust? Aber die Kurse sind gestiegen. Aber gestern ging es dann wirklich sehr, sehr dynamisch nach oben. Und jetzt stellt sich halt die Frage, als was kann man das Ganze denn einordnen? Das Ganze ordne ich jetzt hier aus meinem Blick heraus ein. Das ist also, was wir jetzt erleben, ist reinweg erst einmal eine Gegenbewegung zu diesem Trendbruch. Das heißt, dieser Trend ist erst einmal gebrochen worden. Das sehen wir hier mit Unterschreiten dieser Marke, wo ich diese blauen Balken reingemacht habe. Heißt also, mit diesem Trend ist mal irgendwas nicht ganz so in Ordnung. Das ist die erste Sache. Jetzt geht es halt die Frage zu beantworten, wie läuft der Markt weiter, wie wird der Markt weiterlaufen. Das, was wir hier sehen, ist eine klassische Korrektur, die jetzt mittlerweile tief auch reinläuft. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie der Markt sich weiter verhält. Läuft er weiter hoch, haben wir hier erst einmal noch das Tageshoch abzufrühstücken bei 1,33339 beziehungsweise hier oben dieses Trendhoch bei 1,33597. Und hier kommt es dann wirklich spitz auf Knopf, wo wir hinschauen müssen, gibt es hier oben Dynamik, dass wir drüber wollen, oder gibt es ein tieferes Hoch? Wenn es ein tieferes Hoch gibt, wäre das die Möglichkeit, hier eine Initialzündung für den Schub nach unten zu haben und möglicherweise das Ganze in einen neuen Abwärtstrend hinein zu traden. Das heißt, dass wir uns dort einfach dann die Stunde anschauen und wenn die Stunde wieder nach unten läuft, das wäre dann das erste Indiz dafür, dass der Markt runter will und dann haben wir viel Potenzial nach unten. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal eben in der Stunde auch an, was hier passiert. Ich mache die Stunde mal kurz etwas kleiner, dass wir mehr an Charthistorie sehen. Das heißt, hier haben wir sehr schön diesen nach unten laufenden Trend. Und jetzt haben wir hier die Gegendynamik. Hier hat sich jetzt ein Aufwärtstrend gebildet. Und dieser Aufwärtstrend, der steht auch sehr, sehr, sehr weit momentan auch in seiner Bewegung. Sie sehen diesen ganz langen, langen Arm, den wir hier haben. Da gab es immer mal so ein paar Zuckereien. Das sieht man auch im 5-Minuten-Trendverlauf. Aber nichtsdestotrotz, das große Ding hier ist immer noch da. Warum ist das noch da? Wir haben zwar hier diesen Hochbereich überschritten, aber wir hatten hier ein höheres Tief sozusagen. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist im Zusammenfluss der Trendgrößen die korrektive Phase dieser starken Bewegung. Erst wenn wir da oben drüber gehen, ist das Teil rausgenommen. Da gibt es so ein bisschen Entwarnung. Das ist ein bisschen schlecht, hier an dieser Stelle zu handeln, weil wir jetzt mittendrin irgendwo stehen. Wer das gern möchte, kann da natürlich noch reingreifen. Ich persönlich sage hier an dieser Stelle, ich würde lieber erst einmal abwarten, was der Markt macht. Das heißt, hier unten einzusteigen, das sind die lukrativen Punkte. Das hatte ich ja im Bereich der Index-Trades schon mal gezeigt, dass das lukrative Punkte sind, mit geringem Risiko auch einzusteigen. Jetzt ist viel gelaufen nach oben, aber es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, sich auf die, sag ich mal, Seite zu legen und hier einzuschlafen, sondern ganz genau hinzugucken, weil in dem Moment, in dem wir hier die ersten Umkehrsignale wieder für die Short-Richtung bekommen, das wäre dann der Moment, wo wir wirklich wieder annehmen können, der Markt läuft runter, dieser Bruch dieses Tagestrends ist ja nicht umsonst gewesen. Wenn es dann wieder runter geht, können wir hier relativ früh entsprechend auch eingreifen in den Markt und entsprechend hier die Gegenseite wieder mit bespielen, weil wir hier aktuell im Tageschart in meinen Augen lediglich die Korrektur diesen ganzen Schubs nach unten sehen. Mit weiten Kerzen. Der Markt hat es halt hergegeben, weil die Läufe nach unten so tief waren. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen erstmal, wir haben hier auf Tagesbasis eine trendlose Geschichte. Und wenn die Stunde wieder abwärts gerichtet ist, das wäre dann das Signal, dass wir möglicherweise hier wirklich nach unten laufen. Das sind so diese High Spike oder beziehungsweise hier sozusagen, da war der Spike nach unten tief und schnell gelaufen. Korrektive Phase, die laufen häufig steil nach oben. Und wenn das dann rumdreht, dann schiebt es nach unten. Und das ist dann genau das Ausbruchssignal, was wir aus der oberen Ecke dann nach unten hin traden können und dann haben wir viel Potenzial nach unten und wenn sich da sogar ein Abwärtstrend entwickeln sollte, schaut mal, was wir da haben, wir haben hier noch einige Korrekturtiefs dann auch zum Abholen, also Potenzial ist da, wir müssen natürlich erst einmal sehen, ob der Markt das spielt, aber die Chance haben wir auf alle Fälle. Und damit bei den Chancen gehen wir mal in die Chancen zum Gold. Gold ist ja immer hin und her gelaufen in den letzten Monaten. Da haben wir ja schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Und interessant ist, was jetzt passiert. Hier, ich habe mal den Gold
Goldpreis hier, die Entwicklung vom Goldpreis im Tageschart mal groß eingezeichnet. Das heißt, wir hatten jetzt hier seit ungefähr Mitte August die Situation, dass wir ja doch eine Aufwärtsdynamik gesehen haben. Die war teilweise nicht einfach zu traden, weil der Markt halt hier, wir sehen es, wie hier so ein bisschen hochgeschlichen ist, wieder deutlich runtergeschlichen ist, also keine so günstige Signallage, aber hier ist dann ein Aufwärtstrend entstanden. Und dann hatten wir nach diesem ersten Schub nach oben, den haben wir ja in Stücken zusammen auch hier besprochen, in die Korrektur gegangen. Da hat sich ein Abwärtstrend entsprechend gebildet. Also wir haben jetzt hier innerhalb dieser Zeiteinheit zwei verschiedene Trendgrößen ineinander fließen und das sagt uns hier an dieser Stelle schon recht viel. Und hier sind wir dann sozusagen wieder in die Situation gekommen, dass wir untergeordnet einen Aufwärtstrend gebildet haben und dieser Aufwärtstrend ist jetzt hier oben über dieses Hoch gelaufen. Das heißt, es ist schon sehr positive Dynamik, die wir hier an dieser Stelle haben und das, was wir hier aus diesem Chart momentan lesen können, ist einfach, dass diese Marke um die, über den Daumen, 1237 Dollar erst einmal ein kleiner Widerstand ist. Das sehen wir hier an diesen Kursrückgängen, aber es bleibt hier trotzdem interessant. Was macht das Ganze interessant? Was wir jetzt hier sehen, ist erstmal ein bisschen gegenbewegen. Das heißt, vielleicht eine beginnende Korrektur, vielleicht auch nicht. Wenn Korrektur kommt, wird es halt interessant, was passiert hier an diesen Marken bei 1230 bzw. 1221, 1216 und beziehungsweise hier unten an diesem aktuellen Korrekturtief bei 1211 US-Dollar für die Feinunze Gold. Das ist das Potenzial, was eine Korrektur nach unten hin selbstverständlich auch haben kann. Und dass der Goldpreis sowas spielt, das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon immer wieder gesehen. Nach unten hin. Also wir haben ein bisschen Potenzial. Wenn sich hier nach unten hin einiges ergibt, kann man schön den Korrekturhandel betreiben. Zahlen sind auf alle Fälle da, wo Anlaufpunkte sein könnten, wo Drehpunkte sein könnten und der Markt dann wieder in die andere Richtung laufen kann. Das ist das eine. Die andere Geschichte ist allerdings die, wenn wir mal schauen, wie weit wir hier im Hoch gelaufen sind, dann ist das schon relativ nahe auch an hier, an diesem Hoch, sozusagen von dem aktuellen übergeordneten Trend. Und wenn da nach dieser Korrektur hier wieder Bewegung ins Spiel kommt, das könnte uns dazu bringen, dass wir dann hier oben drüber laufen, über die Marke von 1243 US-Dollar. Und wir haben dann relativ nahe dran einige Tageshochs liegen hier zwischen 1246 und 1248. Da liegt ein bisschen was zum Abholen. Das könnte natürlich einen schönen Schub nach oben geben, wenn wir hier dann aus der Korrektur dieses untergeordneten Aufwärtstrend rauskommen. Da ist viel Potenzial nach oben da. Wir müssen jetzt als Händler einfach nur abwarten, wann der Markt dieses Szenario entsprechend spielt. Das heißt, auch hier hilft der Blick in die kleineren Zeiteinheiten, um mal zu sehen, was ist. Und hier sieht man relativ schnell, dass wir weiterhin in der Bewegung stehen. Das heißt, dieser Aufwärtstrend, der sich hier gebildet hat, der ist weiterhin am Laufen hier oben. Dieses Zickelzackel, hier haben wir jetzt hier Korrektur nach unten. Das heißt, wenn wir hier unten drunter laufen würden, würde ich sagen, hier ist erst einmal der Bruch dieses Schubs weg. Das heißt, dann hätten wir Abwärtsdynamik, dann sehen wir eine tiefere Korrektur. Aber solange wir nicht unter dieses Korrekturtief hier drunter laufen, bei 1230 US-Dollar, ist das, was wir hier sehen, reine weg, nur eine Korrektur. Und Umkehrsignale könnten gut und gerne dazu genutzt werden, hier wieder ein Stück nach oben zu traden. Wir sehen ja hier auch den Abwärtstrend mitlaufen in der Stunde. Das heißt, wir können uns das, wenn wir beispielsweise mal hier in die 15 Minuten reinschauen, da sehen wir sehr schön, wie sich der Trend hier nach unten schwingt, ganz Stück für Stück nach unten rein. Und da ist es jetzt halt wichtig, wenn wir hier wieder Aufwärtsdynamik sehen und der Markt hier wieder so Stück für Stück nach oben läuft, das wäre dann die Möglichkeit, dass sich hier in der Stunde ein Umkehrsignal bildet, eine Umkehrformation und den Stundentrend nach oben fortsetzt und dann kann man gut und gerne hier den Stundentrend nach oben traden mit dem Wissen, dass der Tag ebenfalls nach oben läuft und die Potenziale auf der Oberseite definitiv auch da sind. Also auch hier ist es interessant, die kleineren Zeiteinheiten zu betrachten und zu schauen und zu prüfen, was wir hier nach oben bzw. nach unten hin mitmachen können. Wie schon gesagt, eine Ausdehnung der Korrektur, da haben wir Potenzialpunkte da. Dreht der Markt allerdings wieder rum, weil wir Angst aktuell an den Märkten sehen. Die Kurse der Indizes sind ja gestern stark gefallen und das ist nicht selten auch eine Möglichkeit, wo wir dann im Goldpreis Zufluchtshafen sozusagen sehen, der sichere Hafen und das steigt dann oder stützt dann den Goldpreis und lässt ihn nach oben gehen. Da können wir wirklich ganz gespannt und ruhig auf den Markt schauen und uns entsprechend positionieren. Das also zu den aktuellen Handelsideen. Jetzt schaue ich mal noch in die Fragefelder rein hier. In die Chats, ob ich was sehe. Aktuell sehe ich keine Fragen. Das heißt, an dieser Stelle wieder ganz, ganz lieben Dank für die Zeit, die Sie hier mit mir zusammen im Morning Briefing verbracht haben. Ich hoffe, die ein oder andere Idee war dabei. Wie schon gesagt, wenn es Fragen gibt, gerne einfach stellen. Ich antworte dann im morgigen Webinar auch sehr, sehr gerne darauf. Oder wenn Sie Wunschchat haben, einfach mal posten, dann kann ich da auch mit darauf eingehen. Also an dieser Stelle danke und allen gute Trades. Bis morgen, Ihr Mike Seidel. Tschüss.